Vor allem in den Tagen und Nächten des Nadam-Festes ist Ulaanbaatar ein Treffpunkt für die Welt und zeigt voll Stolz ihre nomadisch geprägte Kultur- und Kunstszene. Aus den verschiedensten Einflüssen hat sich eine eigenständige, ebenso traditionsbewusste wie zeitgenössische Malerei, Mongol Surak, entwickelt. Das überkommene Kunsthandwerk, Dari Ganga, dient vor allem dem Schmuck der alten Trachten. Die kunstvoll mit Halbedelsteinen verzierten Accessoires haben jede ihre eigene Bedeutung. Sie machen aus jungen Mongolen-Schönheiten Märchenprinzessinnen. In den Nächten ist Ulaanbaatar in Partystimmung und absolut ausgebucht. Jede Veranstaltung im Freien, jeder Platz im Theater, in der Oper, im Ballett und im Konzertsaal. Ober- und Untertonsänger, begleitet von dem mongolischen staatlichen Pferdekopfgeigenorchester. Faszinierend. Mongolische Gaumenfreuden im Modern Nomads. Berühmt ist das Zartanzelt aus umwickelten Schafsrippen. Traditionelle Nomadenkost im Kostüm moderner Esskultur. Hippes Nachtleben im Land des blauen Himmels. Wie viele Menschen leben noch den nomadischen Lifestyle? Ist das eine rückläufige Tradition? Ich denke, rund 34% der Bevölkerung, die in den Provinzen leben, sind dauerhafte Nomaden. Aber die Menschen in den Städten und Zentren der Provinzen sind zumindest Halbnomaden. Meine Familie zum Beispiel lebt auch noch nomadisch. Während des Sommers, wenn wir mit den Kindern Urlaub machen und unsere Familie besuchen, dann können Sie mich auch als Halbnomadin bezeichnen.
Gibt es Angebote für Touristen, das traditionelle Leben der mongolischen Familien zu teilen? Natürlich. Wir haben sehr bevölkerungsbezogene Angebote. Touristen können mit den Nomaden in der Jurte wohnen und am Alltag teilhaben. Morgens mit der Familie aufstehen, die Kühe melken, die Ziegen und am Abend Lieder singen und Sterne deuten. Traditionelle Spiele spielen mit kleinen Knochen oder Bogenschießen. Und wenn sie Glück haben, können sie sogar dabei sein, wenn die Familie weiterzieht, können beim Zusammenpacken helfen, zu einer neuen Stelle wandern, eine Jurte aufbauen. Also participate in the migration, help them pack and move to a new location, build a gear. Hausmusik im Gär. Fast in jeder Familie wird Pferdekopfgeige gespielt. In ihr klingt das Lied der Steppe, das Wiehern der Pferde, das Pfeifen des Windes. Und es vertreibt die bösen Geister. Wer die Steppe bereist, sieht immer wieder Karawanen von Nomaden auf dem Weg zu neuen Weidegründen, wo sie ihre Gärs neu aufbauen. Das Holzgerüst aufstellen, die fächerförmigen Holzstangen der Dachkuppel aufsetzen, das Ganze mit Filzbahnen belegen, ein Leinentuch als Schutz gegen die Feuchtigkeit darüber spannen. Das alles geht heute mit scherenartig zusammenlegbaren Holzgittern anstelle der traditionellen Holzgerüste in nicht einmal 2 Stunden. In der Mongolei leben die Pferde das ganze Jahr im Freien. Um Reitpferde aus ihnen zu machen, müssen sie erst eingefangen werden. Der schwierige Anfang einer späteren Freundschaft. Für Urlaubsgäste ein unvergessliches Erlebnis. Die Milch der Stuten wird zu Käse verarbeitet oder zu Ayrak vergoren, dem Nationalgetränk der Mongolen. Kann man auch einen Geländewagen bzw. ein Zelt mieten, wenn man auf eigene Faust das Land bereisen will? Of course, yes. We have a lot of companies who provide, you know, rental cars, but then it's a huge country. Ja, natürlich. Wir haben viele Gesellschaften, die Autos vermieten. Aber es ist ein riesiges Land. Die Mongolei ist so groß wie Deutschland, Frankreich und die Niederlande zusammen. Und wenn Sie da mit dem Geländewagen fahren und eine Panne haben, was dann? Dann brauchen Sie Hilfe. Deswegen bieten die Gesellschaften zu dem Geländewagen noch einen Assistenten oder Mechaniker, so dass sie immer eine Sicherheit haben, wenn mal was passiert oder sie in der Mitte von nirgendwo verloren gehen. Sie können zudem alle Arten von Equipment ausleihen, Boote oder Angelausrüstung. Auch einen Fahrer? Wenn Sie das wollen, ja, natürlich. Ich weiß, dass es viele Familien gibt, die jedes Jahr in die Mongolei kommen und einen Geländewagen mieten und in der Jurte übernachten. Terelsch ist ein schönes Reiseziel dafür. Für Kinder, denke ich, ist das ein interessanter Ort, weil sie dort lernen, wertzuschätzen, was sie haben. Sie sehen den Kontrast. Sie lernen verschiedene Lebensweisen kennen. Sie lernen, was Nachhaltigkeit bedeutet. Nomadische Familien benutzen das, was sie zum Leben brauchen. Es gibt keinen Müll.
In Deutschland gibt es Recycling und solche Dinge. Das wahre Recycling erleben Sie aber dort, weil alle Gegenstände im ständigen Kreislauf immer wieder benutzt werden. Das ist eine großartige Erfahrung für Kinder. Was ist die beste Reisezeit? Da das Leben dort so einhergeht mit dem Lauf der Natur, würde ich sagen Mitte Juni bis Mitte September, Anfang Oktober. Was kostet eine Unterkunft? Das kommt drauf an. Die mongolische Wirtschaft basiert auf dem Dollar, also rechne ich in Dollars. Das könnte 40 bis 50 Dollar pro Nacht sein oder bis 200, wenn Sie ein 5-Sterne-Hotel buchen, wie das Shangri-La oder Kempinski. Vielen Dank, Mrs. Bolt.